Der Tod ist eines der größten Geheimnisse der Menschheit. Ein unvermeidlicher Übergang, dem sich alle stellen müssen. Aber was passiert wirklich in den Minuten vor diesem letzten Moment? Laut der Bibel gibt es einzigartige Zeichen und Erfahrungen, die die Seele auf den Übergang vorbereiten. Lassen Sie uns diese entscheidenden Momente untersuchen und herausfinden, was Gottes Wort über diesen Übergang offenbart. Von der Gegenwart der Engel zur Hoffnung auf die Auferstehung, jeder Aspekt wird von der Heiligen Schrift umrissen und bietet den Gläubigen eine Perspektive des Trostes und der Hoffnung. Die Bibel bietet eine detaillierte Karte der letzten Momente vor dem Tod, die Gottes Nähe und die Rolle des Glaubens auf diesem Weg hervorhebt. Die Gegenwart von Engeln in den Momenten vor dem Tod. Die Bibel legt nahe, dass Engel anwesend sein können. Sie kommen, um die Seele zu trösten und auf ihrer letzten Reise zu begleiten. In Lukas 16, Vers 22 erzählt Jesus das Gleichnis vom reichen Mann und Lazarus, in dem Lazarus nach seinem Tod von Engeln in den Schoß Abrahams aufgenommen wird. Dieses Bild ist beruhigend und zeigt, dass der Übergang nicht einsam ist, sondern von göttlichen Boten begleitet wird, die für einen sicheren und friedlichen Übergang sorgen. Darüber hinaus spricht Jesus in Matthäus 18, Vers 10 von den Engeln der Kinder, die immer das Antlitz Gottes sehen, was auf eine ständige und schützende Wachsamkeit über die Gläubigen hindeutet. In Hebräer 1, 14 werden Engel als dienende Geister beschrieben, die gesandt sind, um denen zu dienen, die die Errettung erben werden, was die Idee verstärkt, dass Engel eine aktive Rolle bei der Fürsorge und dem Schutz der Gläubigen spielen. Besonders in den letzten Augenblicken erinnert die Gegenwart der Engel an den göttlichen Beistand und den ständigen Schutz, den Gott seinen Kindern anbietet. Im Alten Testament sehen wir die Gegenwart von Engeln in Jakobs Leben. In 1. Mose 28, Vers 12 träumte Jakob von einer Leiter, die die Erde mit dem Himmel verbindet, durch die Engel Gottes auf- und absteigen. Dieser Traum verstärkt die Vorstellung, dass Engel ständig in das Leben der Gläubigen involviert sind, besonders in wichtigen Zeiten des Übergangs. In Daniel 6, Vers 22 berichtet der Prophet Daniel, dass ein Engel des Herrn den Löwen das Maul zuhielt, um ihn vor dem bevorstehenden Tod in der Höhle der Löwen zu schützen. Diese Beispiele zeigen, dass Engel von Gott gesandt werden, um in Zeiten der Not Schutz und Trost zu spenden. Göttlicher Trost. Es ist nicht nur die Anwesenheit von Engeln, die Trost bringt. Die Bibel erwähnt Gottes direkten Trost. In den Psalmen schreibt David, dass der Herr immer gegenwärtig ist, besonders in Zeiten der Bedrängnis. In Psalm 23, Vers 4 heißt es: Wenn ich im Tal des Schattens des Todes wandle, werde ich kein Unheil fürchten, denn du bist mit mir. Ihre Mitarbeiter und ihre Mitarbeiter trösten mich. Dieser Vers unterstreicht den Trost und die Zuversicht, die aus dem Wissen entstehen, dass Gott bis zu unserem letzten Atemzug für uns da ist. Andere Passagen, wie Jesaja 41, Vers 10: Fürchtet euch nicht, denn ich bin mit euch. Fürchte dich nicht, denn ich bin dein Gott. Ich werde euch stärken und euch helfen und ich werde euch stützen mit der rechten Hand meiner Gerechtigkeit. Und Psalm 46, Vers 1: Gott ist unsere Zuflucht und unsere Stärke, eine Hilfe, die in der Not sehr präsent ist, bekräftigen Gottes Fürsorge und Schutz. Paulus' Berufung in 2. Korinther 1, 3 und 4, wo er Gott, den Vater der Barmherzigkeit und den Gott allen Trostes nennt, ist ein Zeugnis von Gottes tröstender Gegenwart in jeder Zeit der Bedrängnis. Diese Verse verdeutlichen, dass göttlicher Trost eine ständige Verheißung für diejenigen ist, die auf den Herrn vertrauen. Der Prophet Jesaja ermahnt in Jesaja 40, Vers 1: Trost, tröste, spricht dein Gott. Dieser Abschnitt offenbart Gottes Wunsch, seinem Volk in Zeiten des Leidens und der Bedrängnis Trost zu spenden. Darüber hinaus verspricht Jesus in Johannes 14, Vers 16 und 17, den Heiligen Geist, den sogenannten Tröster, zu senden, um für immer bei den Gläubigen zu sein und sie zu führen und zu trösten. Der Heilige Geist ist eine beständige und tröstende Gegenwart, die in Zeiten der Unsicherheit und Angst Frieden und Trost bietet. Offenbarungen und Visionen. Einige biblische Berichte sprechen von Offenbarungen und Visionen in den Minuten des Todes. Stephanus zum Beispiel sah den Himmel geöffnet und Jesus zur Rechten Gottes, kurz bevor er gesteinigt wurde. Apostelgeschichte 7, Verse 55 und 56.
Diese Visionen sind ein flüchtiger Blick auf die himmlische Herrlichkeit und geben denen, die am Rande des Todes stehen, die Gewissheit, was sie jenseits des Schleiers erwartet. Eine andere Geschichte ist die von Jakob in 1. Mose 28, Vers 12, der von einer Leiter träumte, die die Erde mit dem Himmel verbindet, mit Engeln, die auf- und absteigen und die ständige Verbindung zwischen Gott und den Gläubigen symbolisieren. Bei der Verklärung Jesu, Matthäus 17, Verse 1-9, sahen Petrus, Jakobus und Johannes, wie Mose und Elia mit Jesus sprachen, eine Vision, die die Realität der Geisterwelt und des Lebens nach dem Tod verstärkt. Darüber hinaus sagt Paulus in 2. Korinther 12, in den Versen 2-4 wird ein Erlebnis beschrieben, bei dem er in den dritten Himmel aufgenommen wurde und unaussprechliche Dinge hörte. Diese Offenbarungen dienen als Bestätigung für die Existenz eines Lebens darüber hinaus und für Gottes ständige Fürsorge. In Offenbarung 4, Vers 1 und 2 hatte Johannes eine Vision vom himmlischen Thron, wo er die Majestät Gottes und die himmlische Anbetung sah, die ständig stattfindet. Diese Vision gibt einen Einblick in Gottes Herrlichkeit und die Verheißung des Lebens mit ihm. In Daniel 7, Vers 13 und 14. Daniel hatte eine Vision von dem Menschensohn, der mit den Wolken des Himmels kommen und Herrschaft, Herrlichkeit und ein ewiges Königreich empfangen würde. Diese biblischen Visionen bestätigen nicht nur die Realität des Himmels und des Jenseits, sondern sie bringen den Gläubigen auch Trost und Hoffnung und erinnern sie an das herrliche Schicksal, das sie erwartet. Das Gefühl des Friedens. Der Friede, der alles Verstehen übersteigt, wie es in Philipper 4, Vers 7 beschrieben wird, durchflutet die Herzen derer, die im Begriff sind, zu gehen. Diese Gelassenheit ist ein Zeichen der Umarmung Gottes, auch inmitten des körperlichen Leidens. Viele berichten von einem Gefühl der Ruhe und Akzeptanz, ein Zeugnis des Friedens, den Gott seinen Kindern verspricht. Jesus selbst sagte in Johannes 14, Vers 27, Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch, ich gebe es euch nicht, wie die Welt es gibt. Euer Herz soll nicht beunruhigt sein und es soll sich nicht fürchten. Diese Verheißung des Friedens ist ein tiefer Trost für die Gläubigen. In Kolosser 3, Vers 15 ermahnt Paulus, den Frieden Christi in euren Herzen zu herrschen und betont, dass dieser Friede ein Geschenk ist, das uns trägt, besonders in den schwierigsten Zeiten. In Römer 5, Vers 1 schreibt Paulus, gerechtfertigt durch den Glauben, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Dieser Friede ist ein Zeichen der Versöhnung und der Sicherheit, die aus der Gemeinschaft mit Gott kommen und in den letzten Augenblicken tiefen Trost bringen. In Jesaja 26, 3 heißt es, du sollst den in Frieden halten, dessen Sinn auf dich gerichtet ist, weil er auf dich vertraut. Diese Verheißung des vollkommenen Friedens für diejenigen, die auf Gott vertrauen, ist eine Grundlage für Gläubige, die dem Tod ins Auge sehen. Außerdem sagt David in Psalm 4, Vers 8, ich will mich in Frieden niederlegen und schlafen, denn du allein, o Herr, lass mich in Sicherheit wohnen. Dieses Vertrauen in Gottes Schutz und Fürsorge ermöglicht es den Gläubigen, dem Tod mit Frieden und Zuversicht zu begegnen. Reflexion über das Leben. Wenige Minuten vor dem Tod schlägt die Bibel eine tiefe Reflexion über das Leben vor. Die letzten Augenblicke sind eine Gelegenheit zur Buße und zur Versöhnung mit Gott. Im Gleichnis vom verlorenen Sohn, Lukas 15 zum 11, 32, sehen wir ein kraftvolles Bild der Rückkehr und Versöhnung. Der Sohn, der seine Sünden bereut, kehrt zu seinem Vater zurück, der ihn mit Liebe und Vergebung aufnimmt. Eine weitere wichtige Passage ist die Geschichte von König Hiskia. Als er in Jesaja 38 erfuhr, dass sein Tod nahe war, weinte er bitterlich und betete zum Herrn, und Gott gab ihm noch 15 Jahre zu leben. Dieses Ereignis unterstreicht die Bedeutung von Besinnung und Buße und wie Gott auf das zerknirschte Herz reagiert. In 2. Korinther 13, Vers 5 fordert Paulus die Gläubigen auf, sich selbst zu prüfen, um zu sehen, ob sie im Glauben sind, und betont die Bedeutung einer kontinuierlichen Selbstbeobachtung. Die Geschichte von David und seiner Reue nach seiner Sünde mit Bathseba in 2. Samuel 12 zeigt, dass aufrichtiges Nachdenken zu echter Reue und Gottes Vergebung führt. In Psalm 139, Vers 23 und 24 betet David, erforsche mich, o Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne meine Gedanken
und sieh, ob es einen bösen Weg in mir gibt, und führe mich auf den ewigen Weg. Dieses Gebet der Selbstprüfung und der Suche nach göttlicher Führung ist ein Modell der geistlichen Reflexion, dem die Gläubigen folgen können, besonders in den letzten Augenblicken. In den Klageliedern 3, Vers 40 ermahnt Jeremia: Lasst uns unsere Wege suchen und für sie sorgen und zum Herrn zurückkehren. Dieser Aufruf zur Selbstprüfung und Buße ist das Herzstück der geistlichen Vorbereitung auf den Tod. Buße und Vergebung. Der Schächer am Kreuz neben Jesus ist ein klassisches Beispiel. In den letzten Augenblicken bereute er und empfing die Verheißung des Paradieses. Lukas 23, Verse 42 und 43. Dieser Bericht betont die Bedeutung und Kraft aufrichtiger Reue, auch in den letzten Momenten des Lebens. Die Verheißung Jesu an den reumütigen Dieb bietet unermessliche Hoffnung. Es ist nie zu spät, Gottes Barmherzigkeit und Vergebung zu suchen. Die Geschichte von Zachäus, Lukas 19, Verse 1-10. Ein Zöllner, der Buße tat und Jesu Vergebung empfing, veranschaulicht auch die Bedeutung von Buße und Versöhnung. Zachäus versprach, das Vierfache zurückzuzahlen, was er betrogen hatte, und zeigte damit wahre Reue und einen Sinneswandel. In 1. Johannes 1, Vers 9 steht geschrieben: Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, um uns zu vergeben und uns von aller Ungerechtigkeit zu reinigen. Diese Verheißung bekräftigt, dass Buße zu Vergebung und Reinigung führt und die Seele darauf vorbereitet, Gott zu begegnen. Ein weiteres Beispiel ist das von Petrus, der Jesus vor der Kreuzigung dreimal verleugnete, aber bitter bereute und nach der Auferstehung von Jesus wiederhergestellt wurde. Johannes 21, Verse 15 und 19. Dieser Bericht betont, dass aufrichtige Buße zu Gottes Wiederherstellung und vollständiger Vergebung führt. In Apostelgeschichte 3, 19 ermahnt Petrus: Tut nun Buße und tut Buße, damit eure Sünden getilgt werden und die Zeiten der Erfrischung durch die Gegenwart des Herrn kommen. Dieser Aufruf zur Buße ist eine zentrale Botschaft des Evangeliums, die die Bedeutung der Buße betont, um Gottes Barmherzigkeit und Vergebung zu erlangen. Die Gegenwart Christi. Christus hat versprochen, bis zum Ende der Zeiten gegenwärtig zu sein. Matthäus 28, Vers 20. In den letzten Augenblicken wird diese Gegenwart spürbar und bringt Trost und Hoffnung auf das ewige Leben. Als Stephanus gesteinigt wurde, sah er Jesus zur Rechten Gottes, ein Zeugnis für die Gegenwart Christi auch in den schmerzlichsten Momenten, APG 7, Vers 55 und 56. Ein weiterer Beweis für die Gegenwart Christi findet sich in Johannes 14, Vers 3, wo Jesus verspricht: Und wenn ich dir einen Platz bereite, werde ich zurückkommen und dich zu mir zurückbringen, damit du auch dort bist, wo ich bin. Paulus drückt auch in 2. Korinther 5, 8 sein Vertrauen in die Gegenwart Christi aus. Wir ziehen es vor, vom Leib abwesend zu sein und beim Herrn zu bleiben. In Philipper 1, Vers 23 sagt Paulus: Ich werde von beiden Seiten bedrängt. Ich möchte gehen und bei Christus sein, was viel besser ist. Diese Abschnitte zeigen, dass die Gegenwart Christi für die Gläubigen eine tröstliche und hoffnungsvolle Wirklichkeit ist, besonders in den letzten Augenblicken des Lebens. In Matthäus 18, Vers 20 sagt Jesus: Denn wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Diese Verheißung, unter den Gläubigen gegenwärtig zu sein, ist die Zusicherung, dass Jesus zu jeder Zeit bei den Seinen ist, auch in den letzten Augenblicken seines Lebens. In Hebräer 13, Vers 5 verspricht Gott: Ich werde dich nicht verlassen. Ich werde dich niemals verlassen. Diese Gewissheit der ständigen Gegenwart Christi bringt den Gläubigen Trost und Zuversicht, da sie wissen, dass sie niemals allein sein werden, auch nicht im Tod. Geistliche Kriegsführung. Die Bibel spricht auch von geistlicher Kriegsführung in den Momenten vor dem Tod. Die Mächte des Bösen mögen versuchen, die Seele in die Irre zu führen, aber Engel und der Glaube an Gott schützen den Gläubigen. In Epheser 6, Vers 12 spricht Paulus vom Kampf gegen die geistlichen Mächte des Bösen in den himmlischen Bereichen. Jesus sah sich in seinen letzten Augenblicken am Kreuz auch Versuchungen und geistlichen Qualen gegenüber, aber er vertraute dem Vater voll und ganz und legte seinen Geist in Gottes Hände. Lukas 23, Vers 46. Die Passage in Epheser 6, Verse 13-17, die Gottes Waffenrüstung beschreibt, rüstet die Gläubigen aus,
um bis ans Ende auszuharren und durchzuhalten, und betont die Bedeutung der geistlichen Vorbereitung. In 1. Petrus 5, Vers 8 und 9 ermahnt Petrus die Gläubigen, nüchtern und wachsam zu sein, denn der Teufel, dein Widersacher, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Fester Glaube und Ausdauer garantieren jedoch den geistigen Sieg. Im Buch Hiob sehen wir ein klares Beispiel für geistliche Kriegsführung, in der Hiob schweren Qualen und Versuchungen ausgesetzt ist, aber Gott treu bleibt. Hiob 1, Verse 6 bis 12 und Hiob 2, Verse 1 und 6 beschreiben, wie Satan die Erlaubnis erhält, Hiob zu prüfen, was zu intensivem Leiden führt. Hiob bewahrt jedoch seine Integrität und seinen Glauben und demonstriert die Bedeutung spiritueller Ausdauer. In Offenbarung 12, Vers 11. Wir lesen die Geschichte von Gläubigen, die Satan durch das Blut des Lammes und durch das Wort ihres Zeugnisses besiegten und ihr Leben nicht bis zum Tod liebten. Diese Passage betont, dass der geistliche Sieg durch den Glauben an Christus und die Beharrlichkeit bis zum Ende erreicht wird. Himmlisches Licht. Viele biblische Berichte erwähnen ein helles himmlisches Licht. Dieses Licht repräsentiert die Herrlichkeit Gottes, das die Seele in ihrem neuen Zuhause willkommen heißt. Als Paulus Jesus auf dem Weg nach Damaskus begegnete, wurde er in ein helles Licht gehüllt. APG 9,3. Dieses Licht ist ein Symbol der göttlichen Gegenwart, ein Leuchtfeuer, das die Seele in die Ewigkeit mit Gott führt. Für diejenigen, die kurz vor dem Sterben stehen, bringt der Anblick dieses Lichts Hoffnung und die Gewissheit des ewigen Lebens. In Offenbarung 21, Vers 23 wird das neue Jerusalem als eine Stadt beschrieben, die weder Sonne noch Mond braucht, denn die Herrlichkeit Gottes erleuchtet sie und das Lamm ist ihre Lampe. In Johannes 8, Vers 12 sagt Jesus: Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern das Licht des Lebens haben. Dieses Licht steht für die ständige Gegenwart Jesu, der den Weg der Gläubigen leitet und erleuchtet, besonders in den Augenblicken des Übergangs in die Ewigkeit. In Matthäus 17, Vers 2 wird Jesus während der Verklärung beschrieben, dass sein Gesicht wie die Sonne leuchtet und seine Kleider weiß wie das Licht werden. Diese Vision des himmlischen Lichts ist ein Blick auf die Herrlichkeit Jesu und die Hoffnung auf das ewige Leben mit ihm. In Psalm 36, Vers 9 schreibt David: Denn in euch ist die Quelle des Lebens, in deinem Licht werden wir das Licht sehen. Diese Passage betont, dass wahres Licht und wahres Leben von Gott kommen und in Zeiten der Dunkelheit und des Todes Führung und Hoffnung geben. Der Übergang der Seele. Der Tod ist nur ein Übergang. Die Bibel beschreibt die Seele, die den Körper verlässt und in die Gegenwart Gottes eintritt. Diese Reise ist voller Hoffnung für die Gläubigen. In Prediger 12,7 lesen wir: Und der Staub kehre zur Erde zurück, wie er war, und der Geist kehre zurück zu Gott, der ihn gegeben hat. Paulus drückt in 2. Korinther 5, Vers 8 seine Zuversicht aus, indem er sagt: Wir ziehen es vor, vom Leib abwesend zu sein und beim Herrn zu bleiben. Auch das Gleichnis vom reichen Mann und Lazarus in Lukas 16, Verse 19 und 33 beschreibt diesen Übergang. Nach dem Tod wird Lazarus von den Engeln in den Schoß Abrahams genommen, während der Reiche in Qual ist. Diese Geschichte veranschaulicht den Unterschied zwischen dem Schicksal der Gerechten und dem der Bösen nach dem Tod. In Philipper 1, Verse 21 und 23 denkt Paulus über den Übergang vom Leben zum Tod nach und sieht den Tod als Gewinn, weil er bedeutet, bei Christus zu sein, und zeigt, dass der Tod als Übergang in einen Zustand ewiger Gemeinschaft mit Gott gesehen wird. In 1. Thessalonicher 4, 13 und 18 tröstet Paulus die Gläubigen über die Verstorbenen und erklärt, dass bei der Wiederkunft Jesu zuerst die Toten in Christus auferstehen werden und die Lebenden mit ihnen entrückt werden, um dem Herrn in der Luft zu begegnen. Dieser Abschnitt bietet Hoffnung und Trost und bekräftigt die Tatsache, dass der Tod ein Übergang zum ewigen Leben mit Christus ist. In Johannes 11, Vers 25 und 26 erklärt Jesus: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer lebt und an mich glaubt, wird niemals sterben. Diese Verheißung bekräftigt, dass der Tod nicht das Ende ist, sondern ein Übergang zu einem neuen Leben mit Gott. Der Prozess, wenige Minuten vor dem Tod,
findet eine Vorbereitung auf das endgültige Gericht statt. Die Bibel lehrt, dass jeder vor Gott Rechenschaft über sein Leben ablegen muss. In Hebräer 9, Vers 27 steht geschrieben: Und wie es den Menschen bestimmt ist, einmal zu sterben und nach jenem Gericht. Dieser Vers erinnert uns daran, dass das irdische Leben eine Vorbereitung auf die Ewigkeit ist und dass das jüngste Gericht das ewige Schicksal jeder Seele auf der Grundlage des Glaubens und der Taten während des Lebens bestimmen wird. In Matthäus 25, Verse 31 bis 46 beschreibt Jesus das Gericht der Nationen, wo die Gerechten das Reich erben werden, das von Grundlegung der Welt an vorbereitet wurde, während die Bösen zur ewigen Strafe geschickt werden. Dieser Abschnitt betont die Bedeutung von Taten und Glauben und betont, dass das jüngste Gericht eine Realität ist, der sich jeder Mensch stellen wird. Paulus sagt in 2. Korinther 5, Vers 10: Denn wir müssen alle vor dem Richterstuhl Christi stehen, damit jeder empfange nach dem, was er am Leib getan hat, sei es zum Guten oder zum Bösen. Diese Vorbereitung auf das jüngste Gericht ist ein Aufruf zur Selbstbeobachtung und zum Leben nach den Lehren Christi. In Offenbarung 20, Verse 11 und 15 beschreibt Johannes die Vision des großen weißen Throns, wo die Toten, große und kleine, nach ihren Werken gerichtet werden und diejenigen, deren Namen nicht im Buch des Lebens stehen, in den Feuersee geworfen werden. Diese Vision des jüngsten Gerichts betont, wie wichtig es ist, ein gotttreues Leben zu führen und Buße und Erlösung zu suchen. In Römer 14, Verse 10 bis 12 schreibt Paulus: Denn wir werden alle vor dem Richterstuhl Christi stehen, denn es steht geschrieben: Ich lebe, spricht der Herr, dass sich jedes Knie vor mir beugen und jede Zunge zu Gott bekennen wird, damit jeder von uns vor Gott Rechenschaft ablegen kann. Dieser Abschnitt bekräftigt die Gewissheit des Urteils und die Notwendigkeit, nach Gottes Willen zu leben. Fürbitte der Lebenden. Die Gebete der Lebenden haben eine enorme Kraft. Für diejenigen zu beten, die sich in ihren letzten Momenten befinden, kann Trost und geistliche Kraft bringen. Jakobus 5, Vers 16 ermutigt die Gläubigen, füreinander zu beten, denn das Gebet eines gerechten Mannes ist mächtig und wirksam. Dieser Vers betont die Bedeutung der Glaubensgemeinschaft und der geistlichen Unterstützung, besonders in den letzten Momenten, um der Seele zu helfen, Frieden und Trost zu finden. Paulus bat in seinen Briefen oft um Gebete und betete auch für andere, was die Macht und Bedeutung der Fürbitte demonstrierte. Epheser 6, 18 und 20. In Philipper 1, 19 erwähnt er, wie die Gebete der Philipper und die Hilfe des Geistes Jesu Christi zu ihrer Befreiung beitragen werden. In Johannes 17 betet Jesus ein langes Fürbittgebet für seine Jünger und für alle Gläubigen, um die Bedeutung der Fürbitte für andere zu demonstrieren. Diese Gebete sind eine lebenswichtige Stütze für diejenigen, die sich ihren letzten Augenblicken stellen, und bieten ihnen geistliche Kraft und Trost. In 1. Timotheus 2,1 ermahnt Paulus: Darum ermahne ich zuallererst, dass die Praxis des Bittens, des Gebets, der Fürbitte und der Danksagung zum Wohle aller Menschen genutzt werde. Diese Betonung der Fürbitte ist ein Aufruf an die christliche Gemeinschaft, sich gegenseitig durch das Gebet zu unterstützen. In Jakobus 5, Vers 14 und 15 heißt es: Gibt es Kranke unter euch? Ruft die Ältesten der Gemeinde und betet für ihn, indem ihr ihn im Namen des Herrn mit Öl salbt. Und das Gebet des Glaubens wird den Kranken retten, und der Herr wird ihn auferwecken. Und wenn er Sünden begangen hat, werden sie ihm vergeben werden. Diese Passagen betonen die Kraft des Gebets und der Fürbitte, Heilung und Vergebung zu bringen, besonders in den kritischen Momenten des Lebens. Trennung von Körper und Seele. Die Bibel beschreibt die Trennung von Körper und Seele als eine Zeit der Befreiung. Der Körper wird wieder zu Staub, aber die Seele ereilt ihr ewiges Schicksal. Hiob 19, Verse 25 und 26 drückt Hiobs Hoffnung auf die Auferstehung aus. Denn ich weiß, dass mein Erlöser lebt und dass er am Ende auf Erden stehen wird. Und wenn meine Haut verzehrt ist, werde ich Gott immer noch in meinem Fleisch sehen. Dieses Vertrauen in die Auferstehung und das ewige Leben gibt den Gläubigen eine Aussicht auf Hoffnung und Befreiung über den Tod hinaus. In 2. Korinther 5, Vers 1 spricht Paulus von der Zerstörung des irdischen Hauses und eines ewigen Hauses, eines Gebäudes Gottes im Himmel, das unsere zukünftige Heimat sein wird.
in Philipper 3, Vers 20 und 21. Paulus erklärt, dass unsere Staatsbürgerschaft im Himmel ist und dass der Herr unsere demütigen Körper verwandeln wird, damit sie seinen herrlichen Leibern gleichen. Diese Trennung von Körper und Seele wird als Übergang in einen höheren Daseinszustand gesehen, in dem die Seele Gott begegnet. In 1. Korinther 15, Vers 42-44 vergleicht Paulus die Auferstehung der Toten mit dem Pflanzen eines Samens. So ist es mit der Auferstehung der Toten. Der Leib ist in Verwesung gesät. Er wird in Unverweslichkeit wieder auferstehen. Er sät sich selbst in Schande. Er wird in Herrlichkeit auferstehen. Er ist gesät in der Schwäche. Er wird wieder auferstehen in der Macht. Wenn ein natürlicher Körper gesät wird, wird ein geistiger Körper auferstehen. Diese Analogie betont die herrliche Verwandlung, die während der Auferstehung stattfindet, bei der der sterbliche Körper in einen geistigen Körper verwandelt wird. In Offenbarung 21, Vers 4 heißt es, Gott wird jede Träne von ihren Augen abwischen und es wird keinen Tod mehr geben, keine Trauer, kein Weinen und keinen Schmerz mehr, denn das Erste ist vorüber. Diese Vision einer Zukunft ohne Leid und Tod stärkt die Hoffnung und Verheißung auf das ewige Leben bei Gott. Die Hoffnung auf die Auferstehung, die Hoffnung auf die Auferstehung ist ein zentrales Thema. Wenige Minuten vor dem Tod klammern sich die Gläubigen an die Verheißung des ewigen Lebens mit Christus. Paulus schreibt in 1. Korinther 15, Vers 42-44 über die Auferstehung der Toten und vergleicht den sterblichen Leib mit einem Samenkorn, das in Herrlichkeit auferstehen wird. Diese Verheißung bietet unermessliche Hoffnung und versichert den Gläubigen, dass der Tod nicht das Ende, sondern ein neuer Anfang in Christus ist. Jesus sagte zu Martha in Johannes 11, Vers 25 und 26, Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, selbst wenn er stirbt, wird leben. Und alle, die leben und an mich glauben, werden niemals sterben. Diese Aussage Jesu bekräftigt die Hoffnung auf die Auferstehung und das ewige Leben für alle, die an ihn glauben. In 1. Thessalonicher 4, Vers 16 und 17 beschreibt Paulus die Wiederkunft Christi und die Auferstehung von den Toten in Christus, ein Ereignis, das den Gläubigen große Hoffnung und Erwartung bringt. Die Auferstehung gilt als Höhepunkt des christlichen Glaubens, als Zeit der Verwandlung und Verherrlichung für alle, die in Christus sind. In Römer 6, 5 schreibt Paulus, Denn wenn wir mit ihm eingepflanzt worden sind, nach dem Gleichnis seines Todes, so werden auch wir mit dem Gleichnis seiner Auferstehung eingepflanzt werden. Diese Verheißung der Vereinigung mit Christus in der Auferstehung bietet eine Garantie für das ewige und herrliche Leben. In Daniel 12, Vers 2 und 3 wird die Auferstehung beschrieben. Und viele, die im Staub der Erde schlafen, werden auferstehen. Einige für das ewige Leben, andere für Schande und ewige Verachtung. Darum wird der Verstand leuchten wie der Glanz des Firmaments und diejenigen, die der Menge Gerechtigkeit lehren, wie die Sterne in Ewigkeit. Diese prophetische Vision verstärkt die Hoffnung auf die Auferstehung und die Verheißung eines ewigen Lohnes für die Gerechten. Wiedersehen mit geliebten Menschen. Es besteht auch die Hoffnung, vermisste Angehörige zu finden. Die Bibel spricht von einer großen Versammlung im Himmel, von Trost für diejenigen, die sterben werden. In 1. Thessalonicher 4, Vers 16 und 17 beschreibt Paulus die Wiederkunft Christi und die Auferstehung der Toten in Christus, die in einer großen Wiedervereinigung im Himmel gipfelte. Diese Verheißung bietet Trost und Hoffnung, besonders denen, die dem Tod ins Auge sehen, weil sie wissen, dass sie mit ihren Lieben wiedervereint sein werden. In Offenbarung 21, Vers 4 lesen wir, Gott wird jede Träne von ihren Augen abwischen, und es wird keinen Tod mehr geben, keine Trauer, kein Weinen und keinen Schmerz mehr. Dieses Versprechen einer Zukunft ohne Schmerz und Leid, in der die Gläubigen mit ihren Lieben wiedervereint werden, ist eine Quelle großen Trostes. Jesus versichert uns in Johannes 14, Vers 2 und 3, Im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Wenn es nicht so gewesen wäre, hätte ich es ihnen gesagt. Ich bereite einen Platz für sie vor. Und wenn ich dir einen Platz bereite, werde ich zurückkommen und dich zu mir bringen, damit du auch dort bist, wo ich bin. Dieses ewige Wiedersehen ist ein zentrales Element der christlichen Hoffnung. In 1. Korinther 15, Vers 51 und 52 beschreibt Paulus das Geheimnis der Auferstehung und der Verwandlung, die stattfinden wird. Siehe, ich sage euch ein Geheimnis.
Wir werden nicht alle schlafen, sondern wir werden alle verwandelt werden. In einem Augenblick beim Klang der letzten Posaune. Denn die Posaune wird ertönen und die Toten werden unverweslich auferstehen und wir werden verwandelt werden. Diese glorreiche Verwandlung und das Versprechen der Wiedervereinigung mit geliebten Menschen bringt den Gläubigen viel Hoffnung und Trost. In Matthäus 8, Vers 11 verspricht Jesus: Und ich sage euch, viele werden kommen aus dem Osten und aus dem Westen und werden sich mit Abraham, Isaak und Jakob im Himmelreich zu Tisch setzen. Diese Vision der ewigen Gemeinschaft stärkt die Hoffnung auf die Wiedervereinigung und das ewige Leben mit Gott. Lied der Engel. Einige biblische Geschichten erwähnen Engelsgesänge in den letzten Momenten, eine himmlische Melodie, die die Seele leitet. Offenbarung 14, Vers 2 und 3 beschreibt eine Stimme aus dem Himmel wie das Rauschen vieler Wasser und eines großen Donners und ein neues Lied, das nur die Erlösten lernen können. Diese himmlische Vision ist ein Blick auf die Herrlichkeit und die ewige Anbetung, die die Gläubigen erwartet und ihre Herzen mit Vorfreude und Freude erfüllt. Auch bei der Geburt Jesu waren die Gesänge der Engel zu hören, die den Menschen Frieden und Wohlwollen verkündeten, Lukas 2, Verse 13 und 14. In Offenbarung 5, Vers 11 und 12 beschreibt Johannes eine Vision von vielen Engeln um den Thron Gottes, die mit lauter Stimme singen: Das Lamm, das geschlachtet wurde, ist würdig, Macht und Reichtum, Weisheit, Stärke, Ehre, Herrlichkeit und Segen zu empfangen. Diese Lieder des Lobpreises und der himmlischen Anbetung bieten einen Einblick in die göttliche Herrlichkeit und die ewige Gemeinschaft mit Gott. In Jesaja 6, Verse 1 bis 3 sah der Prophet Jesaja eine Vision von den Seraphim um den Thron Gottes, die sangen: Heilig, heilig, heilig ist der Herr der Heerscharen. Die ganze Erde ist voll seiner Herrlichkeit. Diese Vision der himmlischen Anbetung offenbart die Heiligkeit und Majestät Gottes und gibt einen Einblick in die ewige Anbetung, die die Gläubigen im Himmel erfahren werden. In Offenbarung 7, Vers 9 und 10 beschreibt Johannes eine große Menschenmenge vor dem Thron Gottes, die mit lauter Stimme ruft: Das Heil gehört unserem Gott, der auf dem Thron sitzt, und dem Lamm. Diese Lieder der ewigen Anbetung stärken die Hoffnung und die Gewissheit des ewigen Lebens bei Gott. Ewige Ruhe. Die Bibel verspricht den Gerechten ewige Ruhe. Wenige Minuten vor dem Tod bringt diese Verheißung unbeschreiblichen Frieden. In Hebräer 4, Vers 9 und 10 lesen wir von der Ruhe, die das Volk Gottes erwartet, einer Ruhe nach den Werken dieses Lebens. Diese Verheißung der ewigen Ruhe ist Balsam für diejenigen, die müde sind und sterben werden, und versichert ihnen, dass sie Frieden und Ruhe in Gott finden werden. Jesus lädt in Matthäus 11, Vers 28 ein: Kommt alle zu mir, die ihr müde und beladen seid, und ich will euch Ruhe geben. In Offenbarung 14, Vers 13 steht geschrieben: Selig sind die Toten, die jetzt im Herrn sterben. Ja, sagt der Geist, damit sie von ihrer Arbeit ruhen und ihre Werke ihnen folgen können. Diese ewige Ruhe ist eine verheißene Erleichterung für die Gerechten, eine Belohnung für ihren Glauben und ihre Ausdauer. In Psalm 116, Vers 7 sagt David: Kehre um, meine Seele, in deine Ruhe, denn der Herr hat dir Gutes getan. In Jesaja 57, Vers 2 heißt es: Er wird in Frieden eingehen. Alle, die aufrecht gehen, ruhen sich auf ihren Betten aus. Diese Verheißung der ewigen Ruhe für die Gerechten stärkt die Hoffnung auf eine Zukunft des Friedens und der Ruhe bei Gott. In Offenbarung 21, Vers 4 versichert die Verheißung, dass es keinen Tod mehr geben wird, keine Trauer, kein Weinen und keinen Schmerz den Gläubigen, dass ewige Ruhe für diejenigen garantiert ist, die bis ans Ende treu bleiben. Diese Ruhe ist ein tiefer Trost für diejenigen, die dem Tod ins Auge sehen, weil sie wissen, dass sie in einen Zustand des ewigen Friedens mit Gott eintreten werden. Ewiges Leben, schließlich ist die Verheißung des ewigen Lebens die größte Hoffnung für die Gläubigen. Die Bibel versichert uns, dass der Tod nur der Anfang eines neuen Lebens mit Gott ist. Johannes 3,16 fasst diese Verheißung zusammen. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Dieser Vers fasst die Botschaft der Hoffnung und des Heils zusammen, die allen angeboten wird, die ihren Glauben an Jesus Christus setzen, um eine Ewigkeit in Gottes Gegenwart zu gewährleisten.
In Offenbarung 22, Vers 5 lesen wir über das endgültige Schicksal der Gläubigen. Es wird dort keine Nacht mehr geben. Sie werden weder das Licht einer Lampe noch das Licht der Sonne brauchen, denn Gott der Herr gibt ihnen Licht und sie werden herrschen für immer und ewig. Die Verheißung des ewigen Lebens wird in 1. Johannes 5, Vers 11 und 12 wiederholt. Und das ist das Zeugnis, dass Gott uns das ewige Leben gegeben hat und dass dieses Leben in seinem Sohn ist. Wer den Sohn hat, hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, hat kein Leben. Diese Verheißung des ewigen Lebens ist der Höhepunkt des christlichen Glaubens und bietet eine Hoffnung, die den Tod übersteigt und ein herrliches Dasein in der Gegenwart Gottes sichert. In Römer 6, 23 schreibt Paulus: Denn der Sünde Lohn ist der Tod, die Gabe Gottes aber ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Diese Passage betont, dass das ewige Leben ein kostenloses Geschenk ist, das Gott durch Jesus Christus anbietet. In Johannes 14, Vers 2 und 3 verspricht Jesus: Im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich es ihnen gesagt. Ich bereite einen Platz für sie vor. Und wenn ich dir einen Platz bereite, werde ich zurückkommen und dich zu mir bringen, damit du auch dort bist, wo ich bin. Diese Verheißung des ewigen Lebens bei Gott ist die ultimative Hoffnung und der größte Lohn für alle, die glauben.